basic idea is that there's a groove that I can follow that's exactly right for right for exactly right for right for. Sometimes when I try to reason, yeah, you don't seem to listen at all. Yeah. I don't know if it's just a feeling, yeah, or if we. Hallo und herzlich willkommen bei mir auf Kitschwitch. Heute gibt es wieder mal so ein Kitschwitch Goes Under the Hube Video, also ein Hochzeitslaber-Video. Und ich könnte die Hochzeitslaber-Videos nicht machen, weil Herr Häsler nie gefragt hat, ob ich ihn heiraten möchte. Und heute möchte ich euch erzählen, wie er mich gefragt hat, ob ich seine Frau werden möchte. Und es war wirklich hure krass. Also, ich fange mal an. Also, das Datum war am 12.09.2016. Ich hatte dann Geburtstag. Und ich bin arbeiten. Eigentlich ganz normal. Man hat mir einfach nur gesagt, ja, ich soll schauen, dass ich am Nachmittag in einem Meetingshaus habe. Und ich dachte, ja, okay, so etwas wird da wahrscheinlich laufen, so an meinem Geburtstag, bla bla bla. Ich habe mir echt nicht wahnsinnig gross etwas dabei gedacht. Vielleicht einfach so als Info. Mein Bruder arbeitet im gleichen Büro wie ich. Und plötzlich, etwa um 2 Uhr, kommt der zu laufen mit einem Umschlag, wo so eine Karte drin war. Ich und Herr Häsler, wir haben beide ein Hobby und das ist Gamen. Und wir haben wirklich ganz, ganz lange World of Warcraft gespielt. Ab und zu spielen wir es jetzt noch. Und dort gibt es so wie Quests, also Aufgaben. Und die sehen genau so aus wie auf dieser Karte. Da kann man wahrscheinlich die Deko ansprechen und dann kommt das da hier. So eine Aufgabenbeschrieb und was man machen muss und so weiter und so fort. Und dann habe ich das bekommen. Dann habe ich so gedacht, so, ja, dann habe ich das gelesen. So, es steht jetzt drauf, ich erinnere mich an die dunklen Mächten des Schah des Hasses. Meine Panda-Freunde haben mich informiert, dass irgendwo im Berner Untergrund ein Diener des Schah gesichtet wurde. Schnell fahr mit der tiefen Bahn in die Stadt und triff deine Freunde beim großen Bärengehege, wo meine Bierfässer lagen. Ich weiss, die meisten verstehen jetzt wahrscheinlich Bahnhof. Weil das ist wirklich, eben, das sind so Sachen, die aus dem Spiel sind. Ich muss es nicht weiter erörtern. Und dann hat sie so ein Questziel. Suche beim alten Tramdepot nach deinen Gefährten und überrede sie bei einem köstlichen Bier, dich zu begleiten. Dann habe ich so gedacht, ich bin so im Büro gehockt, so, also muss ich jetzt gehen? Dann habe ich noch gedacht, oh, ich habe meinen Teammitterkollegen gar nicht informiert. Oh, wird er sauer, wenn ich einfach schiebe? Und es war, glaube ich, sogar Freitag. Und dann hat mein Bruder mir gesagt, ich soll jetzt endlich gehen. Dann bin ich gegangen und es ist so heiß. Es ist wirklich ein richtig wunderschöner sommerlicher Tag, aber es war einfach so heiß. Dann bin ich in die Stadt gefahren. Und dann noch zu Königsberg, bin ich in die Stadt gefahren. Dann habe ich so gedacht, was, ich muss jetzt meine Panda-Freunde irgendwie überreden. Und dann bin ich wirklich ins Migros gegangen, habe mir überlegt, was essen Pandas, und habe dann so chinesische Ramen-Nudeln gekauft. Es ist also völlig, völlig behämmert. Und dann bin ich eben ins Tramdepot gefahren. Und ich war so scheisse, weil ich in einem nicht klimatisierten Bus innen war. Es war heiss wie Arschloch. Ich hatte keine Ahnung, was mit mir passiert. Und ja. So, das ist jetzt ein Video für mich, weil ich habe nämlich heute Geburtstag. Und meine Kollegen haben sich von irgendetwas völlig Schräges ausgedacht, nämlich so eine Schnitzeljagd machen die mit mir. Obwohl ich eigentlich nur 29 werde und es eigentlich gar nichts Spezielles ist. Jetzt habe ich da so asiatische Nudeln gekauft und ich habe gemerkt, dass ich schon eine halbe Stunde unterwegs bin und eigentlich auch schon lange erwartet wird. Darum sitze ich einfach nicht pressieren und darum höre ich jetzt gleich aufschnallen. Tschüss! Dann bin ich auch in das Tramdepot gekommen und dort sind meine 10 wirklich Perlen aus meinem Leben. Wirklich. Sie haben auch dort gehockt, gemütlich ein Bier trinken und er, ja, bin ich so dort gehockt. So. Ja, und jetzt, dann haben wir dort so ein Bier getrunken, ein bisschen geschnurrt, ich habe sehr ausgerüft, weil es eben sehr heiss war, wegen dem Bus und so. Und dann plötzlich tut meine beste Kollegin, gib mir eine zweite Karte. So, okay. Dann, bla bla bla, die Suche geht weiter und da war das Ziel gewesen. Was war jetzt das Ziel? Ah ja, ich musste ins Drachennest. Das Drachennest, für die, die es nicht kennen, ist ein ganz grosser so ein Spielzeugladen. Der gibt es schon Ewigkeiten. Der hat wirklich jenste Spiele, auch so ein bisschen spezielle Spiele. Und so. Und dann bin ich auch mal dorthin gegangen mit ihnen beiden. Drachennest. Richtig, wir müssen nicht durcheinander.
dort bin ich dann in den Keller angekommen und dort ist der beste Kollege von Herrn Häsler, hat dort auf mich gewartet. Er hat einfach nichts gesagt, er hat so angeschaut, ja, haha. Und dann hat er mir da die wieder eine Karte gegeben und dann musste ich für ihn etwas Glitzeriges suchen. Und ich habe jetzt den blöden Zauberstab, den ich gekauft habe, aber leider nicht gefunden. Ich habe so einen, kennt ihr die Zauberstäbe aus dem Kindergarten, den man so drehen kann. Er hat so Glitzer drin und Sternchen und huhu. Und dann habe ich mir den geschenkt, also gekauft. Dann habe ich wieder so eine Karte bekommen. Dann habe ich in die Fernmeldezentrale von Tiefenbahn, blablabla. So in eine Fernmeldezentrale müssen und ich habe gewusst, es hat etwas mit meinem Bügel zu tun, ich arbeite in der Telekommunikationsbranche und wir haben dort relativ einen grossen Sitz in Berner Hauptstadt. Ich habe gewusst, okay, ich muss jetzt dorthin. Und dann bin ich dorthin und er ist dort wirklich ein ganz guter Kollege von mir gehockt, eigentlich ein ehemaliger Arbeitskollege, mit dem ich jetzt immer noch Kontakt habe, den ich auch gerne habe. Dann war er dort und dann habe ich gedacht, alter Schwede, hey, wirklich, was machen wir hier? Also wirklich verdammt der Aufwand, so Kollegen zusammengesammelt und er. Aber ich bin in keiner Sekunde hat ich gedacht, dass der Häsler irgendwie das Gefühl hat, mich fragen, ob ich ihn heiraten will. Es ist ja so, ich erzähle jetzt wirklich keinen Scheiss, ich habe wirklich nicht gedacht, dass er das macht. Weil es ist ja so, ja, etwa eine Woche oder zwei Wochen vorher habe ich wirklich ein mega, ich glaube, etwa ein 5- oder 6-Gang-Menü zum Thema World of Warcraft kochen. Ich bin sicher etwa 8 Stunden in der Küche gestanden, mir verdammt Mühe gegeben, noch Stories geschrieben und weiss nicht was. Dann habe ich einfach gedacht, ich wollte mir einfach Merci sagen und einfach mich so ein bisschen überraschen, weil er weiss, dass ich das auch gerne habe. Ich habe gerne so Überraschungen, ich finde das sehr schön. Und ja, weiter im Text. Eben, nein, ist eben der Arbeitskollege, und der hat mir eure Karte gegeben. Bringe Bern in die Mitte von Bern. Ah ja, dann in die Mitte von Bern. Das habe ich sehr nicht geschnallt. Es gibt in Bern gibt es ein Restaurant, das Berner Mitte heisst. Irgendwie habe ich das nicht so geschnallt. Ich glaube, irgendetwas geliert, von wegen muss ich auch mal rein. So etwas. Und dann sind wir dorthin gegangen und dort hat es. Wer ist denn dort alles dazu? Dort sind wirklich fast. Ich glaube, fast einfach alles wirklich noch eben Kollegen von uns. Und dann habe ich noch weitere. Ja, dann habe ich hier irgendwie noch eine Aufgabe bekommen. Und dann eben der Brütsch vom Herrn Häsler hat noch mir ein Ding gegeben. Und dann ist es immer so weitergegangen. Und dann ist es gegen Schluss gegangen. Dann habe ich Richtung Kornhauskeller müssen dürfen. Und dort hat es dann noch einen Kollegen gehabt von uns. Und er dann kam so der Moment, gekommen, wo ich gedacht habe, hey, also gut übertreiben musst du also den auch nicht. Und dann, im Kornhauskeller ist es so, es hat der Eingang, dann kannst du rechts runter und links runter, aber es ist so wie ein so, wisst ihr, was ich meine. Und ich bin dann rechts gegleitet worden und alle anderen waren links gewesen, und dann habe ich so gedacht, so, oh, das ist im Fall ein mega schräges Gefühl. Es ist nicht ein schönes Gefühl, es ist so, Scheiße. Was macht er? Jetzt fällt nur noch er. Und dann musste ich eben den Endgegner bezwingen, den Geistlein bezwingen. Und dann habe ich ihn natürlich bravourös niedergestreckt. Und dann war es eben so, dass ich dort runtergekommen bin. Und die das Restaurant kennen, das ist wirklich krass. Es hat wirklich so eine riesige Stege. Es ist ein wunderschönes Gebäude mit schönen Wängen bemalt und so alt und mit Kronleuchtern und einfach richtig pompös. Und er. Ich fange schon an zu rennen. Das ist ja gruselig. Du bist so emotional. Und dann bin ich runtergekommen und dann habe ich wirklich es war wirklich so ein gruseliges Gefühl. Dann habe ich eben, Stefan ist wirklich zungenstungen gestanden und es war alles voll Rosen. Die Stege jetzt drauf und ich konnte wirklich fast nicht laufen. Es war wirklich so krass gewesen. Und ich wusste, Scheiße, der fragt mich das jetzt wirklich aus. Und auch die Kollegen im Hintergrund haben alles vergessen. Und dann, ich habe so schön von mir, glaube selber fast ein bisschen gerannt. Und er hat mir wirklich die Frage, ich weiß sogar gar nicht mehr, was er wirklich gefragt hat. Und dann habe ich einmal wieder angefangen zu rennen. Wie immer, ich fange immer an zu rennen. Ich sagte, dann hat er mich gefragt, ich habe natürlich ja gesagt. Und ich glaube, noch den Freundschaftsring irgendwo in die Ecke geschossen, für diese Dächer, also völlig behämmert. Und dann war es so krass, fast alle Freunde waren bei diesem Moment dabei. Und es war so krass. Es war wirklich so ein krasser Moment.
Und dann ist so der Moment gekommen, nicht falsch verstehen. Meine Eltern haben so ein kleines, also ich sage jetzt nicht, ich habe Respekt von meinen Eltern, also nicht weil ich weiss, ich hätte Stefan gerne und so, aber das sind so Themen, die so ein bisschen speziell sind. Und ich rede auch nicht so gerne so über so Erwachsenungszeug. Ich bin gerne Kind und irgendwie hatte ich so eine Hemmschule, so, die denken auch, ich spinne oder so, aber ich weiss, dass es das Richtige ist. Und also, ich habe gewusst, dass sie voll hinter mir stehen, aber irgendwie so in dem Moment so, shit, wissen sie sich? Und es ist wirklich so, Steff hat wirklich meinen Vater gefragt. Und sie haben es gewusst. Ich habe es so schön gefunden. Nein, wirklich, ich habe es so schön gefunden. Und dann sind wir wirklich alle zusammen essen, der Tungen, und es war mega fein. Und ja, habe ich ganz vergessen, dass ich einen Geburtstag hatte. Und ja, so war das mit dem Hochzeitsantrag. Eine verdammte Sache. Und ich habe es so schön gefunden. Und sie haben das Ewigkeiten vorbereitet, ich glaube schon ein Jahr zum Voraus. Hat er mal gesagt, er muss irgendwie an einer Sitzung wegen der Kirchwitsch-Webseite. Und ich glaube, dann war ihr ein Kick-Off, das sie wirklich planen kann mit diesem Antrag. Völlig irre, oder? Ja, das zu meinem Hochzeitsantrag. So ist das abgelaufen. Ja, ich hoffe, ihr mögt jetzt noch. Und ich sage, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Oder abonniert mich doch, abonnieren, dann hätte ich natürlich auch mega Freude. Und ihr könnt gespannt sein auf das nächste Thema. Und ich würde sagen, bis gleich. Tschüss.